Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Jetzt spiele ich gegen Hamburg-Oslo 2018. Das klingt wie ein deutscher Spieler. Warum spiele ich das eigentlich so? Davon habe ich doch überhaupt keine Ahnung. Egal. Egal, ich mache einfach meinen Freestyle und dann wird das schon irgendwie passen hier. Mit der langen Rochade mache ich hier Freestyle. Warum nicht? So, er hat das Feld B5. Wenn ich noch D5 hinbekomme, ist es doch ganz gut. Okay, H6 bietet sich an, um G5 nicht zuzulassen. Ja, D5 würde ich gerne spielen, wenn es geht. Springer D4. Okay. Dann Läufer D7. Ja, Läufer D7 sieht vernünftig aus. Obwohl, jetzt zieht er den Springer hier nach B5. Ich weiß nicht, vielleicht war das nicht so gut. Der Springer ist doch ein bisschen lästig auf B5. Vielleicht hätte ich auf D4 schlagen sollen, dann Läufer D7. Aber was soll's. Ich kann gleich mal meine Dame auf E5 platzieren. Da sieht sie, da sieht sie ganz nett aus. Hier ein bisschen die schwarzen Felder anvisieren. H5 liegt auch in der Luft. Wahrscheinlich macht er Dame E3 oder Dame D2. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Bringen wir erstmal hier den Turm in die Mitte. Mangels Alternativen. Aber ich glaube, ich stehe schlechter. Dame G5 könnte ich auch machen. Den hätte ich vielleicht machen sollen. Dame G5, um die Damen vom Brett zu nehmen. Ja, jetzt ist es dafür leider zu spät. Jetzt muss ich mich erstmal um diesen Freund kümmern. Und Dame G5, jetzt könnte F4 eher ein Thema sein. Na, machen wir es einfach mal. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Nach F4 kann ich damit C5 machen, dann hängt auch der G4. Ich glaube, F4 kann er nicht machen. Jetzt hängt der Läufer und der Bauer. Ich wollte nicht Dame Schlägt G4 machen wegen Turm G1, Turm Schlägt G7. Aber jetzt gewinne ich einfach einen Bauern, soweit ich das sehe. Ich muss nur, ich habe ein bisschen Sorge mit meiner Dame, dass sie verloren geht. G5, das ist ein Zug der Verzweiflung, würde ich behaupten. Ja, komm, ich schlage, spiele Springer G4, Springer F2 ist in der Luft. Ich hätte natürlich auch auf C4 schlagen können, mich mit dem Mehrbauern begnügen können, aber das hat mich nicht befriedigt. Ja, komm, Springer F2. Oh, Springer A4 habe ich leider nicht gesehen. Zum Glück verliere ich nichts, im Gegenteil, ich gewinne sogar was. Okay, Schach, Schach. So, Bauer mehr. Und die gute Stellung, das nehme ich doch gerne. Springer C3. Na gut, machen wir mal Springer E5, Dame H6. Jetzt spielt er flott. Ah, Springer D5 kommt. Warum lasse ich das zu? Das war jetzt gar nicht nötig. Läufer D5 macht er. Verstehe ich nicht. Aber egal. Springer G4. Der will mich matt setzen. Ja, der will mich matt setzen. Aber noch sehe ich kein Matt. Dame E5. Ja, Dame E5 sieht gut aus. Springer E3. Droht was? Ne, Springer E3. Ich glaube, er muss noch nach B4. Warum geht er nicht nach B4? So, jetzt sammeln wir den hier ein, Läufer C6.
A5. Ich schlag mal König D7. Na, Springer B5 wird er wahrscheinlich machen. Dann Turm C8. Ich hoffe mal, dass ich den Laden komplett verteidigt bekomme. Was will er jetzt? Ich weiß es nicht genau. Turm A8. Dame C4. Ich weiß nicht genau, was er will. Er macht irgendwelche Züge. Ich muss einfach schnell spielen. B4. Okay, das ist sehr gewagt. Ja, gehen wir mal ins Endspiel. Das Endspiel sieht sehr saftig aus. Im Großen und Ganzen sieht dieses Endspiel sehr saftig aus. Mit zwei mehr Bauern. Warum blitzt er denn nicht so? Das hilft doch nicht. So, das ist doch so gut wie durch. Ja, er ist so gut wie. Warum ist das noch nicht durch? Warum ist das hier noch nicht durch? Das ist unverhältnismäßig, dass es noch nicht durch ist. Oh. Okay, gut. Ich bin zwar langsam, aber nicht so langsam, mein Lieber. So, das dürfte doch jetzt mal ein bisschen Punkte gegeben haben, oder? Endlich hat es mal ein bisschen Punkte gegeben hier, damit ich meinem Ziel ein bisschen näher komme. So, machen wir den Läufer hier hin. Hallo, spielen wir mal die Dame hier hin. Den macht er. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, glaube ich, an dieser Stelle. Ja, komm, schlagen wir den mal auch noch weg. Vielleicht ist das ein Fehler. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, den hätte ich, glaube ich, nicht wegschlagen sollen. Das war zu optimistisch. Naja. Wenn man schon dabei ist. Ach, dahin geht er sogar. Dorthin sogar. Ja, nee, das war nicht gut. Es war nicht gut. Es war nicht gut. Ich glaube, das wird eine schwere Partie. Turm B8. A3. Jetzt kann er hier opfern auf B2. Aber ich denke, ich soll es überleben. Ich glaube, ich würde es überleben, wenn er opfert. Okay, jetzt will er quasi Turm gegen. Aber König A2 geht doch auch, oder nicht? Warum geht König A2 nicht? Spricht doch nichts dagegen. Soll er mir jetzt erstmal zeigen mit der Mehrqualität, dass das jetzt hier so überzeugend ist? Ich finde eigentlich nicht. Warum denn? Warum ist das jetzt so ein großes Problem? Ein König ist relativ sicher. Läufer E5, F4 kann ich sogar machen. E5. Okay. Turm B1. Turm D1. Oder Dame. Ah. Turm D1. Ich darf nur nicht zu weit auf der Uhr sein, hinten sein. Ja, das habe ich nicht gesehen. Greift diese beiden Bauern an. Habe ich jetzt nochmal beide gedeckt. Gerade so. Gerade so. Ach so. Dann muss ich jetzt den machen.
Ich weiß nicht, warum er das Schach gegeben hat. Ich glaube, das war nicht nötig. Außer er trickst mich jetzt komplett aus, aber ich glaube, er hat sich selber ausgetrickst. Ich glaube, er hat sich selber ausgetrickst. Aber jetzt stehe ich gut. Jetzt stehe ich gut. Jetzt tausche ich sogar die Dame, kann nichts machen. Perfekt. Träumchen. Träumchen. Aber es das heißt natürlich noch nicht, dass ich gewinne. Das heißt nur, dass ich besser stehe. Ja, es wäre schön, wenn ich noch die Türme tauschen könnte. Es würde mein Glück noch weiter erhöhen. Mal sehen, Turm E8 sollte jetzt wohl machen. Macht er nicht, okay. Ja, vielleicht hätte ich einfach mal C3 spielen sollen, früher schon. Okay, A3, Turm C7. Schlägt. Ich B3, Turm D5, B5. Ach komm, spielen wir mal wieder das Turmenspiel. Warum nicht? Oder war es zu optimistisch jetzt? Ja, ich glaube, das war zu optimistisch. Es war zu optimistisch. Oh, das ist sogar matt sogar. Jetzt wird er mich auf Zeit ziehen, ne? Der kleine Schlingel. Der kleine Schlingel wird mich jetzt auf Zeit abziehen. Das bringt gar nichts. Der kleine Schlingel. Verdammt! Einen Zug hätte ich noch machen müssen. Verdammt nochmal. Einen Zug noch. Einen Zug. Okay. Nächste Partie. Nächste Partie. A3. Okay. So. Das ist eine Variante, die gerne von Magnus Carlsen gespielt wird. Ich glaube, sie ist nicht besonders gut, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, im Blitzen kann man vieles machen. Im Blitzen kann man sehr vieles spielen. Okay, ich rufe hier mal lang. B4. Das war abzusehen. Gut, jetzt bringe ich den Turm nach C8. Ja, Nigel, da hast du recht, aber 3 plus 0 bringt mir mehr Chancen hier Punkte zu holen. Wie du siehst, jetzt spiele ich gegen 2660. Da habe ich mal, ach, ich hätte H5 eben machen sollen, habe ich mal ganz gute Chancen, meinen Score zu verbessern. Was mache ich jetzt hier? Hier gar nicht so viele sinnvolle Züge. Aber er glaube ich auch nicht. Springer B6, Springer A4. Ist irgendwie eine seltsame Stellung. Will er wirklich F4 spielen? Dame H4. Ich weigere mich nach wie vor. Ah, jetzt kann er A4 machen, vielleicht. Nee, kann er nicht. Ich weigere mich nach wie vor, den Springer abzutauschen, weil er dann das Feld E4 bekommt für seine Figuren.
So. Ja, die Partie eben hätte ich gewinnen müssen. Irgendwie. Schade. Okay, nächste Partie hier. So, jetzt habe ich auch einfach einen Bauern mehr. Kann man erstmal nicht meckern. Okay, Springer D7 einfach wieder. Turm B1 macht er vielleicht. Dame A5. H5 würde ich auch gerne mal spielen. Aber es ist für ihn super schwierig zu spielen. Wo spielt er überhaupt? Also, was macht er? Die Dame steht komisch. Oh, ich würde so gerne H5 spielen, damit er die Dame nicht zurück ins Spiel bringen kann. Aber ja, deshalb macht er jetzt auch Dame H5. Ich muss auf sowas aufpassen. Gut, Läufer C3. Warum nicht? Ah, jetzt lasse ich Springer D6 zu. Warum? Oh, der war so schlecht. Aber er geht völlig in die andere Richtung. Völlig in die andere Richtung. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, ich weiß nicht, was er vorhat. Das kann nicht sein. Das sieht verkehrt aus. Okay, ich muss schneller spielen. Ich muss auf jeden Fall deutlich schneller spielen. Ich stehe hier komplett auf Gewinn mit zwei mehr Bauern, aber das bedeutet ja noch nicht, dass ich gewinnen werde, leider. Die beiden Sachen stehen nicht unbedingt in Verbindung. Wenn der fällt, dann kann er direkt einpacken eigentlich. Der hat sich so komisch aufgebaut. Es muss doch jetzt bestraft werden hier. Es kann doch nicht sein, dass er damit durchkommt. Und ich habe zwei Bauern mehr. Der Springer. Drei Bauern mehr. Vier Bauern gleich mehr. Fünf Bauern mehr. Okay, vielleicht hätte ich den nicht nehmen sollen. Egal. Es war echt unnötig, dass ich den genommen habe. Jetzt will er tauschen, ne? Wo er so schlecht steht. Ja! Komm schon! Komm schon! Hamburg Oslo 2018. Wir spielen noch eine. Mario, es wird nicht besser, wenn du die Frage immer wieder stellst, mein Lieber. Lass dir eine andere Frage einfallen. So. Machen wir mal Dame D3 direkt hier. Mal sehen, was er dazu sagt. Okay. So. Ist ja jetzt auch so eine Theorievariante hier. Die aber nicht besonders. Die hatte ich ja neulich im Stream. Da habe ich ja dann noch nachgeschaut. Die hatte ich neulich hier im Stream. Ich hoffe, ich habe jetzt die Wahlen besser im Kopf. Weil damals hatte ich sie nicht besonders gut im Kopf. Läufer C6 ist hier irgendwie der Zug. Und dann Springer B5, so war das doch, oder? Ich glaube schon.
Das war diese abgefahrene Variante. Da hatte mein Gegner Springer D5 gemacht und ich habe Springer D6 gemacht, aber dann habe ich danach gesehen, Dame schlägt A7, gewinnt einfach sofort. Deshalb ist Springer D5 kein guter Zug. Läufer schlägt B5 ist die Partie. Die Variante E schlägt F6. Er spielt dasselbe, aber nach Dame schlägt A7 ist die Stellung schon gewonnen für Weiß einfach. Ha, gut, dass ich das nachgeguckt habe damals, Freunde. Gut, dass ich das nachgeschaut habe. Dame B4, ja, was soll er sonst machen, ne? Aber, was nun? Vielleicht einfach wieder Dame D4. Ganz nonchalant wieder Dame D4. Einfach erstmal einen Bauern einstecken. Oder Turm D4. Turm D4, Dame E1. Das hätte es nicht gebracht. Sonst wäre es ein schöner Zug gewesen. Okay. Jetzt kann ich immer noch Springer D6 machen. Dame A7, Dame B4. Da muss doch noch irgendwas Peppigeres in der Stellung sein. Machen wir mal Dame A7. Einmal geht noch. Einmal geht noch und jetzt Läufer D2 vielleicht einfach. Ja. Ich werde mich hier schon konsolidieren. Dame G4. Jetzt kann ich mich ja einfach weiterentwickeln. Läufer D3. Sieht doch vernünftig aus. Den Bauern kann er haben, wenn er will. Sollte er wahrscheinlich nehmen. Ja, hätte ich ihm nicht unbedingt geben müssen. Aber sei es drum. Springer B4. Das sieht ziemlich stark aus hier, Springer C7. Das sieht nach einem Killer aus, Freunde. Nach einem richtigen Killer. So. Muss er jetzt König E7 machen oder was? Turm schlägt C7, Dame B8 Schach sieht auch sehr ungesund aus, um es vorsichtig auszudrücken. König E7 und dann kommt Dame C5 Schach schon um die Ecke, mein Lieber. Dann kommt Dame C5 Schach eventuell. Noch ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber irgendwas Tödliches muss doch jetzt gleich kommen hier. Läufer G5? Nein, Dame schlägt G5. König E7, Dame C5, König D7. Er macht König D7 direkt, aber jetzt Läufer schlägt B4, Dame schlägt B4. Das soll gehen. Das glaubst du doch selber nicht. Das glaubst du doch selber nicht, mein lieber Freund. Aber wie machen wir es? Okay, den haue ich erstmal weg. Vielleicht erstmal A3. Ich könnte auch erstmal so einen Zug machen wie Turm F1. Den einfach mal fragen, was er jetzt gedenkt zu tun. Ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Machen wir erstmal Turm F1 und fragen ihn, was er gedenkt zu tun gegen die Turm. Turm schlägt F7. Oh, das ging jetzt aber schnell. Aber ich läufe E7 übersehen, aber A3 habe ich. A3 habe ich. Ah, Dame H4. Eieiei, Dame H4. Den habe ich nicht gesehen. Ui, das war jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich. Oh, das ist ja noch ungünstiger gelaufen. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Oh Gott. Läufer A6, auch ein sehr schöner Zug. Ein Zug für die Galerie. Ja, jetzt habe ich kein Material und auch keine Stellung und Matt. Ja, das war richtig schlecht. Ich bin Jürgen K. Okay, Jürgen K. Ja, Jürgen K. kenne ich. So. Danke, Gladbach Borussia. Ja, das lief doch eigentlich eben ziemlich gut. Das kann er gerne nochmal machen, wenn er es will.
Jetzt macht er A6, ja, aber das ist nicht besonders gut. Wegen dieser Variante. Und jetzt, ja, vielleicht Dame G3. Boah, Springer H5 habe ich schon wieder eingestellt, oder? Gottes Willen. Aber ich glaube, es geht noch gerade so. Oh Gott, Dame G3. Der war schon wieder übel, übel, übel. So. Wie geht's hier durch? Läufer E2. Irgendwelche Züge machen auf jeden Fall. Nicht zu lange nachdenken. Das ist immer gefährlich. Jetzt macht er E5. Ja, ich mach mal H5. Und dann H6, Läufer E3. Und dann kann er den nur komisch stecken, behaupte ich mal. Läufer E6 macht er, okay, ich mache H6, G6, Dame H4 bietet sich an. Ich behaupte mal, dass hier noch nichts passiert. Ich hoffe mal, dass da nichts passiert. Springer G8. Okay, F4 sieht vernünftig aus. Ach, habe ich jetzt F6? Oh Gott. Oh, er hat F6 übersehen, Gott sei Dank. Schon wieder eine Figur eingestellt hier. Es wird nicht besser. Aber das ist meine Chance hier gegen Julian K. Wenn ich ein paar Partien gewinne, dann kann ich Richtung 2-6 kommen heute noch. Richtung 2-6. Also ich glaube, die 2-6 knacken wird extrem schwer. Aber zumindest in die Richtung kann ich kommen. F5 lacht mich an. Ja, komm, spielen wir es einfach. F5. Gut, ich habe gar nicht über Läufer F7 nachgedacht. Das stimmt natürlich, dass er diesen Zug machen kann. Schlägt, schlägt. Turm F1. Sein König ist ziemlich schwach hier. Ich hoffe, dass das ausreicht, um ihm irgendwie große Probleme zu bereiten. Jetzt transferiere ich mal meinen Läufer auf diese Diagonale. Der Bauer auf F6 bleibt auch schwach. Ja, es dürfte eine richtig gute Störung sein, weil mit dem Bauern auf H6 ist sein König wirklich so schwach. Okay, jetzt Läufer B3. Bietet sich an. Ich darf nur nicht die Damen tauschen. Der hängt auch. Was soll das bringen? Ich schlage einfach. Ich schlage nochmal. Ich glaube nicht, dass ihm das weitergeholfen hat. A5. Ich kann sogar den schlagen, aber er droht A4. Also mache ich selber A4, oder? Warum nicht? Dame C6, aber jetzt will er hier irgendwas? Er will ein bisschen nerven, ne? Aber auf der anderen Seite, es droht doch nichts. Turm D1. Okay, jetzt Turm C8 kann er machen. Dann droht er vielleicht was. Dame schlägt C2. Ja, macht er auch. Jetzt sollte ich mal diesen Bauern verteidigen. Turm D2. Ach, er kann ja sowieso nicht schlagen wegen Matt. Aber er droht Dame schlägt C2. Also Turm D2. Alles verteidigt. Und dann ziehe ich ihn auf Zeit ab. Nein, auf Stellung natürlich. Beides am besten. Dame B6, jetzt will er hier was machen. Ich mache mal König B1. Das ist ein kleiner Trickzug, weil man könnte denken, der Läufer hängt, aber ich habe am Ende Turm D8 und Matt. So ein kleiner Trick von mir. So, und jetzt greife ich auch gleich in die Trickkiste mit Dame F2. Kann ich schlagen? Ja, das war jetzt sowieso vorbei. Okay, das war eine ganz gute Partie, glaube ich.
Und weiter geht's gegen Julian K. Machen wir nochmal E5 hier. Macht er nochmal schottisch? Nein. Was anderes. D6. G5. Kennt er das jetzt etwa? Ich dachte, die Variante ist nicht besonders gut für Weiß. Ich schlag den einfach weg. Soll er mir zeigen? F3, okay. Der tut so, als wäre das hier alles Theorie. Ich glaube ihm das nicht. Ich glaube, der improvisiert einfach nur. Und aber wer weiß. Schlägt, schlägt. Sieht durchaus gefährlich aus. Das kann ich nicht abstreiten. Es sieht durchaus gefährlich aus für Schwarz. Ui, den habe ich nicht gesehen. Ja. Das macht die Sache nicht besser. König E7. Was macht er dann? Oder hat er hier was eingestellt? Ah, Dame B3. Weil sonst könnte ich im nächsten Zug den Läufer schlagen. Aber auch hier Läufer E2. Moment mal, hier ist so einiges. Okay, Dame E6 sollte ich nicht einstellen. Also erstmal Springer A5. Dame A3. Okay, jetzt schlage ich den Freund. Schlägt er jetzt erstmal hier oder wie? Aber dann habe ich Springer C4. Er muss auf A5 schlagen. Und dann kann ich. Ach, Springer C4 hat er da im B3. Okay. Lästig. Ich glaube, das muss ich trotzdem machen. Da im B3, Läufer E6. Schlägt, schlägt. Ich habe die deutlich bessere Entwicklung, aber den deutlich schwächeren König. Ja, Springer F4 ist super unangenehm. Ja, das ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Okay, Dame D7 muss wohl. Okay, aber hier muss ich auf Verlust stehen. Mein König ist einfach zu schwach. Mist. Mist, Mist, Mist. Und die schlechtere Zeit auch noch dazu. Okay, Dame C2 fand ich jetzt nicht so überzeugend. Aber es bleibt dabei, dass mein König unfassbar schlecht ist. Ich muss den hier irgendwie evakuieren. Über E7 nach D8. Er hat immer noch seinen ganzen Damenflügel unentwickelt. Also wenn er so weitermacht, kann ich das vielleicht irgendwie ausnutzen. Vielleicht. Na gut, tauschen wir die mal ab. Und was jetzt? Turm G4? Sieht komisch aus. Ist wahrscheinlich auch Dame F5. Den kann er auch machen. Hat er jetzt so schnell gespielt? Ich dachte erst, ich hätte was eingespielt, aber warum hat er das jetzt gemacht? Also, okay. C6 oder D5? D5. Meine Zeit ist so schlecht, das ist ein enorm großes Problem in dieser Stellung. Der will die Dame nicht tauschen. Dame E4 sollte ich wieder machen. Warum mache ich nicht Dame E4? Drohe ich mir in Matt. Ja. Will die Dame natürlich nicht tauschen.
So, mittlerweile stehe ich sogar besser. Aber die Zeit. Warum bin ich so langsam? Sowas von langsam. Ah. Okay, letzte. Also letzte hat er gerade geschrieben. So. Das lief doch jetzt immer gut hier, diese Variante. Fand ich persönlich. Jetzt macht der Läufer D7, ja, das ist der beste Zug. Den hat Bakro auch gegen mich gespielt. Vielleicht haben es manche von euch gesehen, meine Partieanalyse dazu. Er hat Dame schlägt F6 gespielt. Was mit dem Bauern? Den sollte ich wahrscheinlich nicht schlagen hier, ne? Mach nur mal König B1. F4, das ist jetzt eine typische Stellung, wie man sie kennt aus dem Rauser. Ja, Remis gibt ein bisschen Plus gegen einen stärkeren Gegner. Dame D2 oder Dame D3? Machen wir mal Dame D3. E5 Springer E4 ist jetzt immer so eine typische Idee. Läufer E7, deshalb ein guter Zug. Jetzt kann ich die Dame nach G3 stellen, damit der Turm sich nicht aktiviert. B5. Okay. Gut, Läufer D3. Ja, ich bin halt nicht Fritzi, Leute, ne? Wenn ich wenig Zeit habe, dann wird's knapp. Ja, vielleicht hätte ich doch erst Dame G7 spielen sollen. Aber sei es drum. Dame H4. Okay, H5, ja klar, macht er H5. Ja, machen wir mal F5. Er lässt zu, dass ich hier die F-Linie öffne. Das hätte er nicht machen sollen. Er musste E5 spielen. Das kann jetzt nicht gut sein für ihn mit dem König in der F-Linie. Das sieht sehr gefährlich aus. Er schlägt deshalb mit dem Läufer, aber das kann natürlich auch nicht das Gelbe sein vom Ei, ne? Springer F4. Na gut, mal sehen. Turm F1. Es ist durchaus gefährlich hier, was er macht. Also ich muss aufpassen. Ich habe aber selber auch Drohungen. Oder Ideen zumindest. Ich weiß nicht, ob das schon Drohungen sind, aber ich habe Ideen, sagen wir es mal so. Läufer G4 ist auch ein Zug. Springer Dame E5 macht er erstmal. Ja, auch sehr vernünftig. A3 kommt als nächstes. Was mache ich dagegen? Naja, es sieht irgendwie verkehrt aus, aber ich mache Läufer A6.
Mit DD Springer D3. Das sieht so verkehrt aus. Es sieht sehr verkehrt aus. Ja, ich kann nicht Springer D3 jetzt machen. Also Springer D5. Oh, dieses A3 ist echt fürchterlich unangenehm. Ich fliege hier direkt weg. Und 26 Sekunden auf der Uhr. Uiuiui, jetzt schießt er aus allen Geschossen. Turm C2 gewinnt doch einfach. Worüber denkt er nach? Mist. Mist, Mist. Okay. Danke für die Partien, Julian K. Letztendlich ausgeglichen. 3,5, 3,5. Aber das bedeutet, ich habe ein bisschen Plus gemacht. 2,530. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.